Das erste Event wurde nun offiziell angekündigt. Es geht los mit dem... Naja, was für ein Event geht's denn jetzt eigentlich los? Und damit begrüße ich euch zu einem neuen kleinen Video hier auf diesem Kanal. Ich wollte eigentlich jetzt schon ins Bett gehen gerade, als ich diese News gerade gelesen habe im Spiel, weil ich noch was nachgucken wollte. Und Halleluja! Das erste Event kommt, Leute. Das erste Event wird endlich kommen. Und zwar das XZ-Event, ja? Das bedeutet, das ganze Ding heißt auch XZ Festival und man kann quasi in diesem Festival bzw. in diesem Event nur mit Deck spielen, bzw. man hat eine Restriktion, dass man im Extra-Deck nur XZ Monster haben darf. Und das hört sich doch im ersten Moment doch gar nicht mal so schlecht an. Und das Event findet auch statt vom 17. Februar bis zum 24. Februar, also gar nicht mal so lange, ne? Eine gute Woche eigentlich, findet dieses Event statt. Und was kann man denn gewinnen? Nun, keine Ahnung, es wird nicht gesagt. Also man wird nicht gesagt, was man gewinnen kann. Das müssen wir dann also mal selber sehen, wenn wir das ganze, wenn das ganze Event startet. Ich gehe davon aus, dass es entweder die paar geleakten Booster sind, die ich im anderen Video schon vorgestellt habe, oder halt eben die geleakten Items und die Begleiter und die Matten und sowas, die ja auch schon geleakt worden sind. Das wird wohl einer von den ganzen Sachen passieren oder sein werden, die wir dann bekommen werden. Gut, also XZ-Event, das bedeutet für uns, macht euer Deck bereit für ein XZ-Abenteuer, wenn ihr schon ein XZ-Deck habt. Alles super klasse. Ich habe zum Beispiel theoretisch gesehen schon ein XZ-Deck und das wäre dann im Grunde genommen mein Zo-Brigaden-Deck. Müsste es mein Deck aber ein bisschen umändern und komplett auf Zodiac spielen. Da muss ich nochmal gucken und das ist natürlich wieder sowas, wo man denkt... Das macht Spaß. Ja, da hast du jetzt wieder was, ne? Da musst du jetzt wieder ein bisschen hingucken, dass du dir dein Deck zusammenstellst. Klar, man hat nicht viele Kristalle, man kann sich nicht komplett eine neue Deck zusammenstellen jetzt, sondern man muss natürlich die nehmen, die man hat und dann demzufolge auch anpassen. So, wir bekommen sozusagen Medaillen. Ja, bei jedem Sieg kriegen wir Medaillen. Und zwar zwei Medaillen kriegen wir. Wir kriegen bei einem Unentschieden eine Medaille und wir kriegen auch wenn wir verlieren, kriegen wir eine Medaille. Gewinne zwei, Unentschieden eins. Selbst wenn wir verlieren, kriegen wir eine Medaille. Voll geil eigentlich. Mit einem Leihdeck, man kann sich nämlich auch ein Deck ausleihen tatsächlich, kriegt man eine Medaille, wenn man gewinnt. Ne? Eigentlich sollte man zwei Belohnungen bekommen oder zwei Medaillen bekommen, wenn man ein Leihdeck spielt, weil es ist ja halt Solo-Modus und eigentlich, ne, also wer es auch einen Solo-Modus kennt, weiß, die Decks sind schwierig zu spielen. So, also, wir bekommen endlich das erste Event offiziell angekündigt. Im Spiel selber und nicht auf Social Media. By the way, das ist immer noch ein ganz großes Problem. Was ich aber als Problem sehe, ist der gute Eldlich. Ne, stellt euch bitte darauf ein, dass bei diesem Event nur Eldlich gespielt wird. Weil Eldlich hat keine Restriktionen. Der braucht keine XZ-Karten. Der braucht auch keine Link-Karten oder Fusionskarten. Wie in den anderen Events, die wir wahrscheinlich später bekommen werden. Eldlich wirst du wahrscheinlich zu Mass sehen. Und das könnte eventuell dann ein bisschen... So, die Lust am Event nehmen. Aber das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall ein kleines bisschen gehypt wieder. Ein ganz kleines bisschen wieder, weil es gibt endlich wieder was zu tun. Aber natürlich erst am 17. Februar. Das bedeutet, nochmal eine Woche normal durchspielen. Und dann sein Deck ein bisschen anpassen. Und vielleicht auch schon mal ausprobieren, tatsächlich. Und dann, ja Leute. Dann geht's los mit dem Event. Den XZ-Event. Freut ihr euch drauf? Oder habt ihr gedacht, Klassik-Event wäre geiler gewesen? Und da bin ich auch dabei bei euch. Ich bin da bei euch dabei. Klassik-Event wäre natürlich geiler gewesen. Aber wir bekommen das XZ-Event. Holt euer XZ-Deck raus. Kriegt Medaillen. Kriegt was dafür, dass ihr gewinnt. Nicht so wie im normalen Spiel. Und habt ein bisschen Spaß. Wir sehen uns auf jeden Fall in einer Woche. Natürlich im Livestream werde ich natürlich das Event durchsuchten und mir alles holen, was geht. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Video. Wenn euch das gefallen hat, informativ fandet, etc., etc., dann lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal für weitere Yu-Gi-Oh! News und natürlich für Anime-Games im Generellen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut auf jeden Fall rein, Leute, und ciao.